Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge. Warum? Zu einer neuen Folge von Micro Reset. Zusammen mit Simon Unger. Hallo. Und Manu. Hey, wo ist die Kamera? Hier oben, guck, Manu, hier guck, oben. Guck da hin, guck da mal rein, Manu. Hier ist die Kamera, hier, guck hier. Ja, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, checkt ihr bei Simon unbedingt aus. Wir mussten einen neuen Run starten, das habt ihr bei mir mitbekommen. Aber wir haben einen neuen Gast, und zwar den Manu. Und wir sind guter Dinge, dass wir es in diesem Run, dass wir es jetzt endlich schaffen, oder? Also, ja, ich glaube, für mich. Vielleicht. Ich glaube schon, Leute. Ihr wisst ja, der Gast, der mit uns zusammen gewinnt, hat den Ehrenpreis. Was denn? Was denn? Was ist das? Ja, das sagen wir erst, wenn wir gewonnen haben. Okay, alles klar. Ein Bonbon? Ja, vielleicht. Das wäre auf jeden Fall schön. Das wäre toll. Ich habe, glaube ich, so viel Kohle gesammelt. Ich habe 2 Stacks Kohle. 2 Stacks Kohle, super, Simon. Jetzt müssen wir noch Eisen hier einfach Jolo runter. Das hier ist hier gerade die Schlucht direkt unter unserem Haus praktisch. Ah, Full Iron, schon? Ja! Habt ihr schon in beide Richtungen ausgekundschaft wegen Diamanten? Hey, wie ist hier so viel Cobblestone? Nee, ist natürlich. Ah, wir sind sogar auf 11. 11, cool. Ja, Diamanten habe ich noch gar keine gefunden. Eine schöne Höhe. Eigentlich müsste man sie jetzt hier irgendwo in die Seite einfach reinbringen, ne? Ja, mach jetzt auch. Hast du noch ein bisschen Eisen über, Manu? Nee, 2 oder so. Okay. Weil ich Eisen finde ich nicht so viel, ich finde immer ganz viel Kohle. Müsste man Eisen ein bisschen höher suchen? Vielleicht? Ja, es gibt überall Eisen. Ja. Eisen ist überall verteilt auf der ganzen Welt. Warum ist denn jetzt hier überall Erde? Weil eigentlich müssen wir auch möglichst schnell auf die Methode übergehen, Simon, wieder mit Dungeons finden. Wir müssen alles beschleunigen. Aber bisher sind wir immer gestorben, wenn wir die Methode gemacht haben. Ja, sie würde das auch sagen. Aber deswegen müssen wir Redstone mitnehmen. Ja, ja. Bevor wir diese Methode machen, sollten wir uns gut ausrüsten. Sterben? Jo. Mann, ich hau mal bei dir in die Seite rein, ja? Das ist so krass. Ja, ich hab die ganze Zeit die Angst, dass hinter mir irgendwie ein Creeper spawnt und mich dann einfach tötet. Kann passieren, und dann ist vorbei. Mhm, aber ich bin hinter dir. Watch your back, man. Du rettest mich. So. Ich hab meine Maus-Sensitivität ein bisschen höher gestellt und ich komme teilweise gar nicht mehr drauf klar. Ja, geil. Optimal für Reset. Wie wär's denn, wenn du die einfach wieder so einstellst, dass du klarkommst? Ja, aber ich wollte endlich mal höher spielen, mit einer höheren Sensitivität. Aber warum? Weil das irgendwie nervig ist, weil ich immer auf so einer niedrigen gespielt habe, mich dran gewöhnt hatte. Aber es ist nervig. Ist doch besser, ist doch viel genauer. Genauer, genau. Ah. Ich sehe nichts mehr, aber ich bin ganz in eurer Nähe. Oh, hier ist Lava. Langsam. Ja, hier ist bei mir auch Lava. Nee, aber ich keinen Bock drauf. Ich geh da weg. Mhm. Noch keine Dias gefunden, das ist echt krass. Obwohl wir hier in die Seite reinbullen, ne? Ich baue die ganze Zeit den Gang so mit aus. Aber Dias sind unabdingbar für uns, Leute. Auf dieser Höhe könnte keine Dungeon sein, ne? Ich? Nee, geht das nicht. Ich weiß nicht, aber nie ist auf Bedrock-Level. Oh, nochmal, warum ist denn hier Lava? Skelett, ich bin meinem Skelett. Ich komme. Problems. Ja, ihr seid bei mir in der Nähe. Was ist denn für ein Problem? Du bist in der Nebenwand. Ja, ich komme. Bin fast da. Ich hab die Probleme, dass ich keine. Oh Gott, das ist Lava. Alter. Wo bist du da reingegangen, Simon? Ja, ja, hier durch die Wand. Du musst durch die Wand kommen. Komm durch die Wand. Durch die Wand kommen? Komm durch die Wand. Oh, ich glaube, da ist ein Skelett-Spawner. Kann das sein? Das wäre richtig cool. Dann hätten wir direkt ausgesorgt. Da bist du, Simon. Komm durch die Wand. Ja, komm. Ja, so, okay. Kannst du mir ein paar Fackeln geben? Weil ich habe nämlich gar absolut keine Fackeln. Ah, stimmt. Wäre auch mal nett. Danke. Ich habe nämlich kein Holz mehr. Das mach ich auch mal eben. Okay. Danke. So, da war eben gerade da habe ich gerade Beschuss erlitten von der Wand. Ja, wie bist du hier hingekommen? Ich habe mir so... Oh nein, ey. Verreckt gleich eh. Tunnel gebaut. Ich will das doch schon kommen. Oh! Meine Eisenspitzhacke ist kaputt. Ja, das habe ich gehört. Nee, die Höhle ist hier in Schnicks. Nichts hier, also ein bisschen Eisen ist noch da, was wir uns auf jeden Fall mitnehmen können. Hier ist auch Redstone. Ich finde einfach gerade gar nichts. Also wirklich nicht mal Eisen. Mhm. Ich höre Skelette neben mir, ganz laut. Laute Skelette? Ja, ich höre laute Skelette. Mhm. Nehmen keine Rücksicht auf den Lärmschutzgesetz. Auf den. Das ist nicht in Ordnung. Also, was soll das? Auf den Lärmschutz. Was soll das mit dem Lärmschutz? Hey! Hast du noch Holz dabei, Dina? Nee, leider nicht, aber wir können auch einfach direkt nach Hause gehen. Ja, könnten wir. Ah, lass mal gehen.
So, ich nehme noch so hier so ein bisschen mit. Boah, aber ressourcentechnisch sind wir echt, haben wir nicht so viel Glück am Anfang gerade. Nee. Also, wir hatten beim letzten Try, hatten wir in der zweiten Folge Diamanten. Ja, sogar richtig viele. Und, ja, und wir hatten richtig viel Eisen und alles. Ja, dann jetzt haben wir nur Fleisch. Aber davon haben wir viel dafür. Ja, das stimmt, da waren richtig viele Kühe. Ach, ihr strippt meint schon? Ja. Ja, klar, klar. Lol. Ich finde aber trotzdem gar nichts. Ja. Bin wirklich impressed. Hast du nein, mach das, jetzt ein Zombie! Meine Spitzhacke ist futsch. Okay. Kannst du mich retten? Ich mach ein Portal. Komm, folgt mir. Okay. Hast du ja schon überall in die Seiten immer reingebunden? Warst du bei meinem Ofen noch? Nee, da war ich nicht. Wie kommen wir da hin? Warte mal, folgt mir. Unauffällig. Ja. Direkt hier müsste das. Ja, hier. Nix drin, nur Kohle. Können aber abbauen. Oder nee, lass hier. Mach ich mal hier mein Portal hin. Hast du eins zu Hause? Nee. Wo ist denn diese Treppe, wo wir herkommen? Da oben. Irgendwo. Oben, hier, wo ich gerade hingucke. Ah ja, da möchte ich wieder hoch, weil da habe ich mir auch einen Ofen. Ja, nichts vergessen. Hey, Leute. Ja, aber pop mal bitte eben zurück. Nach nee, da Hause. Ist das Portal. Da ist das Portal da drin. Dann machst du hier hin. Nein, viel besser. Warum denn da oben? Wir gehen ganz kurz die Treppe hoch. Und dann. Und dann macht ihr was? Und dann machen wir das Portal für Bena nochmal. Das macht absolut keinen Sinn. Da kann ich gar nicht folgen. Ihr macht doch da irgendwelche verrückten Geschichten. Ja, da komm, lass Dena töten, okay? Den hast du ein Portal zu Hause? Ja. Ja, dann port ich nach Hause. Ich will auch. Ja, hier ist das Portal, Manu, unser Portal. Kann ich da rein? So. Es ist dunkel übrigens. Ab ins Bett. Oh, okay. Ab ins Betty-Bett. 39, Alter, haben wir viele Steaks. Ich höre es gleich mal. Ich höre es. Oh Gott! Dann mach doch die Tür zu. Okay. Oh, nee, Leute, ich muss noch durch die Tür durch, ne? Ja, komm jetzt, Dena. Kann ich durch euer Portal hier gehen? Ja, warte. Durch welches? Das rote? Hier ist ein blaues. Nee, das. Manu, mach das andere blaue hier auf. Manu, mach das andere blaue hier auf. Hier, an der Wand. In der Wand. Boah. Bin gerade fast rückwärts in die Lava gelaufen, weil eine brennende Fledermaus auf mich zugeflogen ist. Du kannst da durch. Durch das blaue. Okay. Ah, hallo. Hey! Hallo. Okay, komm, schlafen. Ja, ich mach jetzt noch ganz kurz in der Zeit Eisen. Wehe, geht jetzt, an das Eisen dran. Das ist mein Eisen. Geht der einfach nicht pennen, schon wieder. Ich hab auch noch Eisen reingetan. Manu, das ist mein Bett, raus da. Nee. Jo, es geht schlafen, bevor wir nicht mehr schlafen können. Nee, das ist mein Bett. Nö, das ist mein Bett. Das kann ich Alter, nicht, als ob du das nicht geil finden würdest. Ja gut, jetzt lieg ich in lieg ich im vollgepupsten Bett. Ja, mit Absicht. Laut Simon ist jedes Bett voll gut, außer sein eigenes. Das stimmt aber gar nicht. Manu, hör auf, das Eisen rauszunehmen. Ich muss mir eine Rüstung machen. Du Arsch. Achso, ich würde die doch craften. Ja, aber dann machen wir auch was doppelt. Ja, gut, dann machen wir mal. Ey, oh, der nimmt sich alles da raus. Ja, hier. Du Arsch. Würdest du eh nicht für mich haben. Obwohl doch, ich brauche eine Spitzhacke. LOL, er lockt ja einfach Spinnen rein zu uns, zwei Stück. Alter, die können uns doch direkt killen. Also, jedenfalls, Simon. Er lockt die hier rein und macht sogar noch das Teil breiter. Also irgendwie. Kannst du den mal bitte kicken? Ja, das ist das YOLO-Lifestyle, was den erlebt. So. Oh. Er ist ein echter Junge. Er ist ein echter Junge. Ich rette dich! Wenn wir die Folge hier hochladen, bin ich dann schon in Tokio? Ja. Ja, hallo Leute, hallo aus Tokio. Ja, Ching Pokémon, Ching Chang. Ich komme nicht raus, weil er ein Stein ist. Boah, Dela, was macht der immer? Hilfe! Was macht dieser verrückte Junge? Da lockt er schon wieder was zu mir hin. Alter! Du bist doch gemeingefährlich! Ja, das stimmt. Stimmt! Boah, was explodiert denn da? LOL! Immer? Ich glaube, der wollte einen Creeper zu uns locken. Kann das sein? Nein, okay, ich hör auf. Wolltest du gerade echt den Creeper zu uns locken, oder was? Ja, aber er ist leider explodiert. Alter! Ich glaube, der will nicht, dass ich dabei bin. Nee, er will dich rauskicken. Na gut, Botschaft angekommen. Okay. Gold schmilzt du schon. So gut geht's uns. Richtig Kadenzi, Mann. Wir sind rich. Na, ich schmelze schon Gold. Ich bin jetzt auch full iron. Läuft. So soll das sein. Ahem. Okay, ich hol mir noch ein bisschen Holz. Ja, eigentlich, wir brauchen trotzdem weißer Diamanten oder wir brauchen oberirdisch. Eisen brauchst du immer noch. Ah, nee, oder? Haben wir genug? Eisen haben wir mittlerweile ein bisschen was. Aber natürlich brauchen wir immer Eisen, ja. Eisen brauchen wir auf jeden Fall weiter. Ja, crafte dir dadurch auf jeden Fall jetzt mal eine Rüstung.
Weiß ich, dafür, für jeden Rüstung haben wir, glaube ich, noch nicht genug. Aber ich würde halt gerne möglichst Teile schnell in den Nether, um Glowstone zu holen, damit wir den Trick machen können. Ja, aber bevor wir den Nether kriegen. Ja, du brauchst eh erstmal als Rüstung. Brauchen wir erstmal Diamanten, um eine Spitzhacke abzubauen? Nee, man kann das auch so machen. Das haben wir letztes Mal auch so gemacht. Ja, können wir auch so machen, theoretisch. Aber ich glaube, wir haben leider keinen nearby Lavasee hier. Das ist ein bisschen schade. Sonst hätte man das in der Tat direkt machen können. Aber man kann natürlich auch im Untergrund einfach ein Portal erschaffen, erstmal. Provisorisch. Ach, Kohle. Aber das müsste man halt auch erstmal machen. Weil da ist ja genug Lava. Das können wir eigentlich echt machen. Ja. Hä, was ist das da hinten für ein... Achso, das ist so ein Stein-Biom. Nee, ich glaube, ich bin gerade so ein bisschen in den Umkreis hier abgelaufen. Ich glaube, so schnell ist hier leider nichts an Lava. Müsste man mal am besten mal in der Nacht gucken. Dann ist es schon dunkel und dann leuchtend Lava sehen. So, ich hab jetzt auch, gefährlich mit den ganzen schön, Monstern. Du bist schon ausgerüstet, ich geh jetzt weiter in der Schlucht stöbern. Ja, ich bin auch schon da. Hier gehst du in die Schlucht rein. Zu Hause, neben dem Bett. Aber mach dir bitte erstmal die Rüstung. Okay, okay. Haben wir noch genug für die Rüstung? Ja, eine Brust und eine Hose kannst du auf jeden Fall machen. Naja. Nee, kann ich nicht. Hä? Nee, ist nicht genug da. Naja, bin ich mehr. Ja. Hat das jemand rausgenommen? Aber was ich machen kann, ist etwas anderes. Ah. Bring doch direkt neues Eisen mit, Dina. Ja, ich hab ich vor. Das will ich doch machen. Ich find hier einfach nichts. Leute, was ist das für eine Welt? Mhm. In Tokio ist übrigens sehr schön, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Sehr schön. Ich bin hier jeden Tag gerne. Ach Mann, ist das toll. In ein paar Folgen bin ich wahrscheinlich schon in Hongkong. Aber das werden wir dann sehen. So. Deswegen sind die Folgen auch alle so um die 15 Minuten rum, Leute, weil wir müssen halt richtig durchpowern. Reinballern. Damit wir halt sehr viel vordringen, damit ihr immer was zu gucken habt, obwohl ich einfach in Ching 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 lang bin. Obwohl die so lange weg ist. So. Dina, was machst du denn gerade? War ein Netherportal. Jetzt schon. Ja. Finde ich gut. Finde ich überhaupt nicht gut hier, ne? So, jetzt brauchen wir nur noch was zum Anzünden, Simon. Dafür brauchen wir Eisen und wir brauchen Gravel. Hast du gerade Gravel da und bist du zu Hause Gravel? Ich habe keinen Gravel und habe auch keinen Eisen. Ich habe, glaube ich, Gravel schon zurückgelegt in die Kiste. Bin ich sicher. Nee, hier ist Gunpowder. Ah doch, zwei Gravel auch. Hier, ich baue einfach hier draußen kurz Gravel ab. Das geht noch schneller. Wir brauchen hier nur einen Flint. Flint! Da ist ein Flint. Sehr gut. So, zurück. Und da können wir uns schon das einmal craften. Mittlerweile soll doch genug Eisen hier fertig sein, damit ich mir zumindest einen Brustharnisch machen kann. Ich hab ein Brust-BH! Ah ne, nur ein BH. Sehr gut. Ich hätte auch gerne einen. Zurück mit der... Nein. Damit zurück. Okay. So, das war voll Verschwendung, dass wir uns da drei Ledertunika gemacht haben. Hä, aber warum ist das Verschwendung? Die Leder zu leer brauchen wir niemals. Das Leder brauchen wir für Bücher? Für Bücher, stimmt. Ja, oh Gott, ja. Das war echt mega Verschwendung. Oh nein, Mann. Ja, klar, ich hatte halt Angst, direkt zu sterben. Ja, ist okay. Aber ich habe mich auch nicht dran gedacht, dass wir es für die Bücher brauchen. Finde ich nicht okay. Das wusste ich schon, aber... gerne rausschmeißen. Ist doch egal, wir können die doch eh vermehren, oder ich nicht? Ich gehe in den Nether! Und er ist tot. Ohne Rüstung. Nein, ich habe einen Eisen-BH an. Oh, Welt wurde zurückgesetzt. Minimal. Da war gelaggt. Oh Gott, wo bin ich? Uiuiui. Okay, wir sind direkt neben Lava spawnen wir. Okay. Ist schon mal nicht Dina so gut. Alter, pass auf, bewegt euch nicht so schnell raus da. Ja. Direkt zubauen hier. Bist du auch da, Simon? Ja, ich muss den auch beschützen. Mhm. Alter, das ist doch nicht wahr. Warum gibt's denn hier keine Dias in der Welt? So. Bisschen hier zubauen. Oh ne, der war doof. So, dann ist das hier erstmal safe. Siehst du irgendwo Glowstone? Da vorne ist direkt Glowstone. Dann hole ich direkt mal Glowstone. Aber wenn man erstmal zugebaut hat, ist das Spawn gar nicht schlecht. Das ist ganz chillig eigentlich. Aber wir haben keine Festung so in der ganz direkten Umgebung. Das ist ein bisschen schade, aber auch keine ist eigentlich. Ja, aber wir können uns da durchporten durch die Hölle. Also man kann sie ja schon sehr schnell fortbewegen und was suchen. Stimmt, Simon, das haben wir in diesen Versuchen gar nicht gemacht. Ne? Man kann es ja immer so ein bisschen... Du kannst rein theoretisch echt mit dem weit weg. Aber du brauchst halt immer, musst immer zu zweit unterwegs sein, ne? Damit du halt das Portal nach Hause behältst. Ja, stimmt.
Oh, aber ja, und ansonsten. Ich sehe den da gerade beim großen Abbau und ich denke mir, oh, der wird sterben. Er wird wahrscheinlich sterben. Nein, nein, das passiert nicht. Ja, ich verabschiede mich schon mal. So, so. Das ist echt ein seltsamer Spawn. Sehr seltsamer Spawn. Also ja, weil er so tief ist. Ja, seltsame Gegend, seltsame Gegend. Normalerweise ist man immer relativ hoch, weil man an der Oberfläche das macht, aber wir haben ihn jetzt halt hier so am Boden gemacht. Ich gehe wieder aus der Hölle raus. Ey, das ist nicht normal. Ich strip mal die ganze Zeit. Ich kriege aber gar nichts. Oh, lol, da sind Dias. Hä? Hä? Also, wie behindert ist das denn? Einfach Dias! In der Sekunde, wo ich das sage. Darf ja, musst du häufiger sagen, vielleicht. Ja! Ah. Ja, Dias! Und ich hab Glowstone, Leute. Jetzt kann es endlich vorwärts gehen hier. Ich glaube, in der nächsten Folge bauen wir uns dann direkt mal die Maschine. Schauen mal, ob wir schon Dungeons finden und so weiter und so fort. So schlecht sind wir doch gar nicht unterwegs, auch wenn wir die Mädchenpower in diesem Versuch nicht mehr haben. Aber Manu, du bist trotzdem gut. Manu ist ja fast wie Mädchen. Du bist fast wie Mädchen. Power ist doch da. Das ist wirklich toll, ja. Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß heute beim Zuschauen. Falls ja, drückt die Daumen nach oben. Checkt den Manu aus, Link zu ihm unten in der Beschreibung. Und checkt sie mal aus, morgen kommt um 14 Uhr die nächste Folge von Minecraft Reset. Bei ihm Link unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ting, 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 ting. Macht's gut. Tschüss.